Ja, und wie ihr sehen könnt, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, ich bin heute wieder mal ein bisschen historisch unterwegs. Und zwar ganz genau in Richtung Arsenal. Genauer gesagt zum Heeresgeschichtlichen Museum, wo das Mittelalterfest Montur und Pulverdampf stattfindet. Ja, und in diesem ultra coolen Outfit steht vor mir jetzt der Herold der Veranstaltung Montur und Pulverdampf. Was ist die Aufgabe des Herolds? Ursprünglich ist der Herold nichts anderes als derjenige, der die Wappenbücher geschrieben hat im Mittelalter. Er kannte von sämtlichen Adeligen das Wappen und war zuständig für diverse Friedensverhandlungen, Kriegserklärungen. Also eigentlich gar nicht so unwichtige Aufgabe. Ja, der war gar nicht unwichtig. War aber immer unbewaffnet, weil er faktisch diplomatisch geschützt war, was ihm aber zeitweise auch nicht viel genutzt hat. Der ist auch gestorben, wie alle anderen. Und nicht immer eines natürlichen Todes. Und nicht immer eines natürlichen Todes, genau. Und der Herold hier beim Montur und Pulverdampf? Meine Aufgabe ist es, die Programmpunkte anzusagen, die ganze Geschichte ein bisschen zusammenzuhalten. Na, da freue ich mich ja dann schon drauf. Ja, dann wünsche ich viel Spaß. Und jetzt sitzt der kleine Stadtstreicher im Hauptquartier der Dreschflegel. Und zum Glück ist der Herold der Dreschflegel kein Flegel und ist bereit gewesen, ein kleines Interview zu machen. Wie kommt man auf die Idee, sich in altzeitliche Gewandungen zu begeben und vor den Leuten sich gegenseitig, na sagen wir mal, zu vermöbeln? Zu vermöbeln. Naja, wir vermöbeln uns nicht richtig. Wie kommt man dazu? Im Prinzip die Basis oder womit alles anfängt, ist das Interesse am Mittelalter, an der Kampfkunst mit dem Schwert. Das ist jetzt nicht unmittelbar, um jemandem wirklich weh zu tun, aber wie hat das funktioniert? Wir haben funktioniert. Klickt sehr und kommt auch. Und daraus entwickelt sich, dass man beschäftigt sich mit der Kampfkunst, man findet Leute, die gleichen Interessen haben. Und so wie wir es machen, Schaukampf, ist halt auch eine Vorführung. Geht phasenweise wirklich von den historischen, überlieferten Kampfkünsten ein bisschen weg, ist aber eben auch die Unterhaltung. Und das Ganze entwickelt sich mit einem Schneeballprinzip. Es werden immer mehr Leute, momentan haben wir in Wien und in Tirol eine Gruppe, die trainieren und gemeinsam bei den Aufführungen sind. Wir machen mittlerweile seit 7 Jahren schon Feuershows dazu, weil sich das auch ergeben hat. Habe ich auch schon gesehen, ja, ganz großartig. Genau, und sowas ergibt sich. Also das wächst irgendwie mit den Interessen, mit den neuen Leuten kommen immer neue Erfahrungen, neue Ideen, neues Wissen dazu. Und gemeinsam kann man dann dieses Projekt leiten, wachsen lassen und weiterführen. Und das ist das, was auch uns treibt, was uns Spaß macht. Und wir sagen, da sitzen wir auch gerne zusammen. Wir schauen, dass wir regelmäßig nach Tirol fahren oder die Tiroler zu uns nach Wien kommen, dass wir sagen, okay, wir können ein bisschen gemeinsam trainieren, abgleichen. Was habt ihr für Erfahrungen im Training gemacht? Was haben die uns zu zeigen? Was können die sagen? Pass auf, wir haben herausgefunden, so ist es besser und schöner. Und ja. Wien und Tirol, also wie findet man sich da quasi auf diese Entfernung? Es gab einen, muss ich mittlerweile sagen, einen Teil von der Gruppe aus Tirol, das ist ja wirklich der Nukleus, entstanden sind wir in Absam. Da gab es dann schon diese Zelle in Wien sozusagen, unsere Gruppe, und die wächst seitdem her auch beständig. Also mittlerweile ist die Gruppe in Wien, sind wir auch schon so um die 8 Personen. Wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder und Interessenten. Wenn ich als kleiner Stadtstreicher mich mit diesem Zahnstocher in einen Schaukampf von den Dreschflegeln verirren würde, welche Chance hätte ich, da wieder rauszukommen? Die Chancen sind relativ gut. Was man vorsichtig sagen müsste, er ist ein bisschen spitz. Also wir schauen bei unseren Schaukampfwaffen, dass sie eher eine runde Spitze haben. Wir wollen uns nicht wirklich wehtun. Wir wollen die Leute unterhalten. Aber im Prinzip, wenn du unsere Show vorher verfolgt hast, wir haben auch Dolchkämpfe in unserer Show. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wir arbeiten mit Choreografien, das heißt, wir machen uns vorher sehr genau aus, wie kämpfen wir miteinander, was machen wir, wie sind die Abläufe. Und damit müssten wir uns vorher ausmachen, wer gewinnt den Kampf, und dann hättest du mit diesem Dolch wahrscheinlich auch eine durchaus gute Chance zu gewinnen. Wie lange müsste ich trainieren, also die Choreografie quasi inhalieren, um das einmal in einer Minisequenz zu schaffen?
in einer Minisequenz, also wenn wir reden so von, ich sage vorsichtig, 5 bis 10 Sekunden, den Ablauf zu erarbeiten, ist wahrscheinlich eine Arbeit, je nachdem wie kreativ die Leute sind, wie flexibel, von einer halben Stunde bis einer Stunde. Was danach kommt, das sind die eigentlich schwierigen Sachen, den Ablauf wirklich genau, dass das Timing passt, dass es zufällig ausschaut, dass der Ablauf flüssig ist, glaubwürdig ist und dass die Leute eventuell auch die richtige Mimik dazu haben, richtig fliegen. Also wenn jetzt jemand einen Schlag bekommt, einen Stich, dass er umfällt, dass er wirklich leidet, das ist dann eigentlich der Feinschliff. Der braucht tatsächlich relativ viel Zeit. Moment! Damit das auch in, unter Anführungszeichen, der Hitze des Gefechts, wenn wir jetzt in einer Show sind, dass das wirklich flüssig und natürlich ausschaut. Aber im Schnitt würde ich sagen, für Choreografien brauchen wir ein halbes Jahr von der Idee, wir haben eine, bis sie ist wirklich so spruchreif, wir können sie aufführen. Sicher ein gutes Jahr, gutes halbes Jahr, wo ich sage, 1 bis 2 Mal die Woche Minimum Training für eine Stunde, anderthalb, dass die Choreografie dann flüssig sitzt und auch so funktioniert, wie sie in der Show stattfindet. Ja, danke Istvan, das waren tolle Einblicke in die Geschichte, wie solche Schaukämpfe auch wirklich entstehen und was der Hintergrund ist. Gerne. Danke. Und der Silk, das ist der junge Mann rechts, und der Istvan demonstrieren uns jetzt, wozu so ein Kettenhemd gut sein kann. Also mit der Sägetaktik wird es nichts. Schauen wir mal, ob es mit dem Stechen funktioniert. Naja, schon ein bisschen gefährlicher. Aber ein Kettenhemd war ein guter Schutz. Die Frage ist jetzt, wie schwer war denn so ein Kettenhemd, Silk? Also meines ist jetzt 8 Kilo und mit weiterem Kettenzeug habe ich so wahrscheinlich 15 Kilo nachher in Summe. Habe ich ein paar mehr Teile davon. Kettenhemden können schon bis zu 16, vielleicht noch mehr Kilo gehabt haben, je nachdem wie sie geflochten waren. Und wenn dann noch die klassische Rüstung drüber kam, wie viel Gewicht schleppte so ein Ritter oder Kämpfer dann mit sich herum? Also meine Erfahrungswerte sind so ab 25 Kilo bis zu 40 Kilo. Es hat scheinbar schwerere Reiterrüstungen nachher noch gegeben, die waren aber für den hohen Kampf dann nicht mehr geeignet. Ja, und alle, die jetzt glauben, wenn hier gekämpft auch wird in dieser Folge, dass es hier wirklich Verletzte oder so weiter gibt, keine Sorge, es ist alles Choreografie, es ist alles eingeübt von diesen Mittelalter-Kampftruppen. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, wer kommt denn da? Kampftruppe? Aha, hier wird ein Spielfeld aufgelegt. Schach, würde ich mal sagen. Einen riesigen Applaus für die blaue Königin und Königinnen und die gelben Königin und Königinnen. We'll be right back.
ist Schachmatt! Habe ich jetzt Eulenspiegel, nein, Eulenspiegel ohne G. Eulenspiegel ohne G. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Das ist unser Vereinsname, das hat unser Vereinsgründer gemacht, also unser HC, wie heißt. Er heißt genau Kulturverein Eulenspiegel. Und ihr spielt aber jetzt nicht mit Eulen? Nein, wir spielen nicht mit Eulen, wir machen entweder Lagergruppe, wir machen Tanzen, was unser Hauptthema ist, dann haben wir natürlich auch Gewandung, auch Musik kann man bei uns lernen, die Tanzmusik, also vom Mittelalter bis Renaissance, weil auch unser Tanzspektrum ist vom Mittelalter bis zur Renaissance. Ja, dann haben wir im Aufbau eine Keltengruppe, Bogenschießgruppe. Sagt euch der doppelte Stadtstreicher hier, sprich im Spiegel kommt er nochmal. In einer Folge ging sich dieses Mittelalter-Event nicht aus. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil.